Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 für den PC. Im letzten Part haben wir das erste Mal Voodoo wirklich angewendet. Also wir hatten Jim übernommen. Und, aber wir müssen uns jetzt wirklich an allen Shaganumi-Kriegern vorbeikämpfen. Das könnte mies werden. Vor allem, da die hier alle gleichzeitig auf uns einschlagen. Aua. Und auf Q wollte ich nicht drücken. Ich wollte eigentlich nur den rumsaufen. So. Ach, kommt schon. Komm schon. Mann. Sowas Dummes. Ja, jetzt kommen die anderen natürlich noch mit dazu, weil der hier so weit zurückweicht. Und das war zu früh den Rum gesoffen. Scheiße. So, komm, der erste ist gleich weg. So, sehr schön. Okay. So, der zweite ist erledigt. Dann haben wir hier den dritten, der gleich weg ist. Sehr schön. Okay. So. Dann haben wir hier jetzt noch drei vor uns. Na, komm schon. Zum Glück scheint uns Chani auch ab und zu mal zu heilen. Wenn ich das blaue Licht richtig interpretiere. So. Aber hier haben wir jetzt gerade eh nur einen Gegner vor uns. Und das erleichtert die Sache doch schon mal ungemein. So, na komm schon. Danke sehr. Ey. Du Mistkerl. So, da musste ich doch nun rumsaufen. Schade um die ganzen, um den ganzen Proviant. So, das wollte ich sagen. So. Haben wir hier noch den Speer irgendwo? Nee. Schade. Naja. Taraka! Na? Ey. Ihr Mistkerle, schmeißt doch nicht eure Speere auf mich. Vor allem, wo kriegt ihr die immer wieder her? Na, natürlich, ey. 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 Ihr Drecksäcke. Zum Glück kann ich ihn rumsaufen, ohne meinen Angriff zu beenden. Was ein bisschen merkwürdig ist, aber hey. Kein Problem. So. Gut. Damit haben wir jetzt nur noch zwei vor uns. Aber ich habe auch keinerlei Rum mehr. Das ist ein bisschen problematisch. Nun ja. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ey. Ey. Okay, zum Glück sind die starken Angriffe ziemlich leicht vorhersehbar. So. Okay, dann wollen wir hier erstmal alles looten. Erstmal alles Mögliche von den Kriegern hier nehmen, was wir kriegen können. Trotzdem nervt es mich, dass wir keinerlei Rum mehr haben. So, erstmal noch eine Provision zu uns nehmen. Ein Proviant, nicht eine Provision. Ich kann schon nicht mehr ordentlich sprechen, ey. Naja, was soll's. So.
Dann haben wir hier eine Schädelblüte. Hier haben wir eine Truhe, wenn ich das richtig sehe. Jo. Die ist aber zu stark für uns verschlossen. Mist. Naja. So. Jetzt haben wir das. Okay. Und sind dann auch schon wieder direkt hier. Perfekt. So, Chani ist auch da. Sehr schön. Gut. Dann, Moment. Ich habe zumindest noch ein bisschen was an Grog. Was mir jetzt auch nicht so sehr hilft erstmal, aber hey. Und dann wollen wir doch einmal kurz speichern. Okay. So, und dann gucken wir doch mal. Ungebetene Gäste. Das ist meine Tochter. Dann kannst du ja jetzt deine Loyalität unter Beweis stellen. Töte sie. Beide. Nein. Das wird euch nichts nützen. Mara! Sieh, welchen Krieger ich dir erschaffe! Das gefällt mir irgendwie nicht. Na denn. Crow will mich persönlich umnieten, ja? Dann kann ich mich auch persönlich gegen Crow stellen. Und scheinbar ohne, dass die anderen mich in irgendeiner Form stören. Das gefällt mir. Was? Daneben? Scheiße. So. Leider ist seine Waffe verdammt stark. So dass wir ihn wirklich hier aus dem Hinterhalt quasi angreifen müssen, wenn sein Angriff daneben geht. Komm schon. Komm her, Crow. Na? Komm, ich muss nur noch einen Treffer landen. Ah, natürlich. Blödes Mistviech. So, okay. Damit hätten wir Crow erledigt. Hui. Schwein gehabt. Okay. Die Frage ist jetzt, ouch. Verdammt, fast.
So. Okay. Ups. Das wollte ich nicht. Ach. Dang it. Aua. Du Mistviech. Was? Wieder zu hoch? Ja, shit. Nein. Verdammt. Und er hat hier natürlich nicht gespeichert. Das heißt, das darf alles nochmal passieren. Ach. Toll. Okay. Kein Problem. Kein Problem. So, die Dialoge können wir überspringen. Ja, komm. Ganze Zwischensequenz überspringen. Die auch. Okay. Ja, das, ging irgendwie schneller daneben, als ich dachte. Na gut, ja, häufiges Speichern ist sinnvoll. Ich weiß. So, nochmal. Weg damit. Okay, ups. So nicht, mein Freund. So nicht. Na, hast du den Kampfstil der Molukken abgeguckt, hä? Entschuldigung, der Shaganumi. Ich wollte ja nicht Molukken sagen, weil das ist beleidigend. Und das ist doof. Oh. Ich glaube, er wurde hier von seiner eigenen Bestie umgebracht gerade. Habe ich aber auch kein Problem mit. So, ach komm, die Zwischensequenz hier kennen wir auch schon. So, sehr schön. Nein! Mist! Ich war nicht schnell genug. Nein! Ach komm schon. Komm schon, Spiel, bitte. Bitte. So. Okay. What? So, okay. Nein, das lasse ich nicht ziehen. Ach komm, ehrlich jetzt. Warum schieße ich gegen ihn immer daneben? Ich dachte, wenn ich auf ihn zurolle, wirft er vielleicht über mich drüber oder sowas. Hätte ja theoretisch sein können. Okay. So, das kennen wir. Dann wollen wir hier jetzt einmal verfehlen. Na gut, aber wir speichern direkt wieder. So. Damit ich ab jetzt hier das Ganze beginne. Ach Mist. Nein. Jetzt aber. Okay. Komm. Sehr schön. Nummer 2. Treffer 3. Sehr gut. Treffer Nummer 4. Perfekt. Uiuiui. Oh. Jetzt kommt er mir ein bisschen nah. Das mag ich nicht so sehr. Das finde ich gerade ein bisschen blöd, dass er mir so extrem nah kommt.
der Penner. So. Okay. Sehr schön. Da haben wir's. Gerade jetzt, wo ich das erste Mal dran gedacht habe zu speichern, ne? Naja. Crow, du lebst noch? Ach nee, das bin ich. Wollte schon meinen. Verdammt! Nein! Oh, das war blöd. Oh, das war dumm. Nur weil ich da gerade meine Hand nicht an der Maus hatte. Aua. Autsch. Drecksack. So, komm schon. Okay. Nochmal. Jetzt weiß ich, dass hier noch Action-Kommandos kommen. So, na denn. Oder zumindest ein Action-Kommando. Keine Ahnung, ob da noch weitere kommen. Sieht mir aber gerade erstmal nicht so aus. Okay. Was getan werden musste. So. Ein Prisennehmer, ha? Der Zorn der Götter hätte die Shaganumbi nicht verschont. Er hätte auch die Blauröcke nicht verschont. Jetzt werden sie uns Krieg bringen. Nein. Der Zorn der Götter hätte den Krieg gebracht. Jetzt können die Tonka die Shaganumbi verteidigen. Und was ist mit dem Pirat? Ich lehrte ihn Voodoo. Wir riefen Yisakil. Das hast du getan? Du hast das Gesetz gebrochen. Uiuiui. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der gute Barkir damit nicht ganz einverstanden ist. Das Gesetz gebrochen. Du weißt, was das bedeutet. Chi, ich sah keinen anderen Weg, unsere Leben zu retten. Dann will ich auch deins retten. Wir kehren zurück zu den Shaganumbi. Dort werde ich entscheiden, was geschieht. Okay. Hey, Pirat. Du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Chi, wir hatten ja auch einen guten Plan. Und du hast, was du wolltest. Den Speer. Deshalb bin ich hergekommen. Dann wirst du nun gehen. Ei, was ist mit dir? Ich kann den Weg nicht sehen, der vor mir liegt. Doch es ist noch nicht vorbei. Du musst jetzt gehen. Okay. Du hast gut gekämpft. Und deine Trophäe ist mächtig. Du weißt nun, wozu der Shihoku Tiwa in der Lage ist. Das werde ich. Tawonga Hamila, dank deiner Taten werden die Shaganumbi leben. Du bist nun ein Freund der Shaganumbi. Und uns immer willkommen. Ohne Chani und ihren Plan hätte ich das nicht geschafft. Ich werde das bedenken. Okay. Sehr schön, das heißt jetzt für uns an sich, wir gehen zurück zu Stahlbart, oder? Würde ich sagen. Wobei, erstmal wollen wir uns natürlich mal den Schatz von Jim holen. So, der ist dort. Okay. Wie komme ich da am besten hin? Das scheint ein Wasserfall zu sein. Da möchte ich natürlich nicht runter. Das heißt, was nicht, während ich angegriffen werde? Ich werde doch gerade nicht angegriffen. Hallo? Verarschen oder was? Verarschen! How? Wollt ihr mich verarschen hier? Okay, so geht's natürlich auch. Während ihr in Ruhe das Fass geleert habt, habe ich die Titanenharpune besorgt. Gut,
Dann brauchen wir nur noch die anderen Artefakte. Was? Wenn wir Mara besiegen wollen, brauchen wir 4 Waffen. Die Titanenharpune hast du. Ich habe das Amulett der Erde. Jetzt holen wir uns die anderen beiden Artefakte. Woher weißt du das alles? Hast du jemals vom legendären Schatz des Wassertempels gehört? Nein. Ich war einer von 4 Kapitänen, die die Lage des Tempels kannten. Wir hatten beschlossen, gemeinsam den Tempel zu plündern und den Schatz zu teilen. Und als wir gerade dabei sind, alles einzusacken, wacht diese Hexe Mara auf. Hat wohl im Tempel geschlafen oder sowas. Ich dachte, sie greift uns. Crow hat sofort zugestimmt. Aber ich habe mich hier widersetzt. Das hat die alte Hexe wirklich wütend gemacht. Das kann ich dir sagen. Sie hat mir sogar den Kraken auf den Hals gehetzt. Das Amulett habe ich natürlich behalten. Hast du das Amulett bei dir? Nein, ich habe es gut versteckt. Wir werden es holen, wenn wir die anderen Artefakte haben. Was ist mit den anderen beiden Artefakten? Das besprechen wir, wenn wir auf dem Schiff sind. Jetzt erzählst du mir erstmal, wie du Crow fertig gemacht hast. Okay. Dann ist jetzt also Geschichtsstunde angesagt, ja? Naja. Das ist gut. Potzblitz! Huch! Nein! Mein Schiff! Mein Schiff! Tja, das hat jetzt der Kraken. Schwupp. Weg ist es. Verfluch der Hexe. Das ist jetzt so ein bisschen blöd. Vater! Mara! Das Miststück hat mich erwischt! Nicht reden! Wir kriegen das wieder hin! Es war mein Fehler. Ich habe das Amulett genommen und Mara geweckt. Das Amulett? Wo hast du es versteckt? Garcia, die anderen Kapitäne. Du musst sie finden. Schon gut. Antigua, du musst nach Antigua. Slain, er hat den Dolch. Ei, ei, Patty. Meine liebe Patty. So much drama. Sein Hut. Den sollten wir nicht hier liegen lassen. Nimm du ihn. Gut. Ich schwöre, ich werde nicht eher ruhen, bis dieses Miststück tot ist. Und wenn ich dafür bis in die Hölle segeln muss, ich bringe sie um. Mein Vater hat einen Weg gefunden, dieses Miststück zu vernichten. So wie es aussieht, brauchen wir dafür die 4 Waffen, von denen er sprach. Wir kommen hier nicht weg. Wir haben kein Schiff. In Puerto Isabella liegt die Black Betty. Wir sollten mit Sebastiano reden. Gut, geh du voran. Ich folge dir. Ruhe in Frieden, Vater. Hör mal, ich glaube, das Ruderboot liegt noch in der Bucht. Damit könnten wir an der Küste langfahren. Dann müssen wir...
Ja, da müssen wir nicht den ganzen Weg laufen, das ist soweit korrekt. Aber ich will halt auch hier am Schatz noch mit vorbei. Von daher laufen wir tatsächlich. Moment, erstmal. So. Stahlbarer Zut gibt uns Einschüchtern. Einschüchtern ist natürlich auch eine schicke Sache. So, und in der rechten Hand haben wir die Titanharpune. Die an sich auch ganz nice ist. Aber ist jetzt echt die Frage, was nehme ich für eine Waffe? Weil ich sag mal, das Schwert hat natürlich mehr Schaden als alles andere, was ich hier habe. Ich glaube, ich bleibe auch beim Schwert. So. Jedenfalls für die normalen Kämpfe hier. So, nehmen wir etwas Goldklee mit. Weil wir es können. Hallo, du Krallenaffe. Komm, passier dich mal, du Mistviech. Dankeschön. So. Ja, ja. So geht's natürlich auch, Patty. Das stimmt wohl. So, mehr Zähne für uns. Ja. Wir müssen durch die Höhle durch. Oh, ich sehe gerade, wie lang die Folge schon wieder ist. Wow. Da habe ich jetzt gerade so gar nicht drauf geachtet. Ja gut, ne? Ja gut. Haben wir hier überhaupt eine Höhle? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich bin mir da gerade gar nicht mehr so sicher. Hier ist auf jeden Fall ein Weg, der uns in eine Höhle reinführt. Frage ist jetzt, kommen wir dann hier auch da raus, wo ich das... wo ich es erwarte gerade. Keine Ahnung. Schauen wir nach. So. Wir sind jetzt hier drüben. Ich will an sich gucken, ob wir jetzt hier in dieser Folge noch bis zum... noch zum Schatz kommen in irgendeiner Form. Ist da lang. Nee, da sind wir hier... Da sind wir hier falsch rausgekommen. Schade. Wobei, vielleicht kommen wir ja trotzdem hier lang zum Schatz. Ich helfe dir. Hauen wir mal hier die Termitenkrieger noch um. Einfach weil die eh gerade da, da sind. Ja, so, jetzt. Okay. Warum kriegen die plötzlich so, so viel Schaden gegen mich rein? Gibt's doch nicht hier. So. Sicheln, danke sehr. Sieht mir aber nicht so aus, als würde ich hier noch irgendwie zum Schatz rüberkommen. Nee. Nee, nee. Okay, das heißt, wir gehen beim nächsten Mal zurück und suchen uns einen anderen Weg zu Jims Schatz hin. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.